drei Betten, einen komischen Fisch, einfach aus Spaß. Das ist ein scheiß Argument, oder? Weil wir vermeiden wollten, dass die Blinds zu gute Odds kriegen und wir so die Hand gegen den Fisch mit einer sehr gut ausbaufähigen Hand in Position spielen können. Deswegen haben wir getreibet. Und du vermeidest Squeezes, weil das geht jetzt nicht mehr. Genau. Ja. Und Kohle 4 Bets hast du diesen Gegnern nicht zugetraut. Nein. Ja. Da war ich mir ja zu 10% sicher, dass es nicht mache. Ja. Hervorragend. Es muss reichen. Okay, er called und donkt hier $1 und. Oh, jetzt lädt sich hier, lädt er schon ein. Und da ich das Board C-betten würde und das eigentlich ein Check ist, C-bette ich das jetzt. Eigentlich sein Donk ist völlig, er hätte auch checken können. Du. Ja. Okay. Eigentlich und er kann nur mit dem König callen. Ja, natürlich, absolut. Also er kann nur mit einem König jetzt callen und deswegen bette ich halt einfach nochmal klein, weil es völlig ausreicht. Ja, sehr gutes Size. Sieht auch sehr scary aus. Aber du hast halt immer, ich finde das, sieht scary aus, aber du spielst gegen den Fisch. Von daher kann man sich, glaube ich, nicht sicher sein, ob er Pocket Vierer hier weglegt. Vielleicht, ja. Na gut, und dann habe ich ihm halt einen Flushdraw gegeben, was er zweimal callt, oder einen König, weil was willst du ihm sonst geben, weißt du? Und einen Flushdraw wird er hier definitiv callen, weil... Und dann checke ich hier natürlich behind, wa? Weil wenn er mit einem Flushdraw callt, wenn 3-8 liegt, dann callt er natürlich auch, wenn der Flush ankommt. Der callt durch, der gibt dir, keine Ahnung, was er dir gibt, aber... Und er hat es gewusst, er hat gewusst, dass ich so light unterwegs bin. Ja. Weil er hat ja auch schon 4 Hände von mir. Nee, vor der Hand hat er ja schon 3 Hände Sample-Size von mir. Ja. Und nee, er ist ein Fisch, er hat ja keinen Hold'em-Manager. Nee, aber er kann vielleicht Cincinnati Kid vorgeguckt haben und das ist besser als jeder Hold'em-Manager. Glaube auch, ja. Und er hat auch sehr gut die Blind-Spieler gelesen, hat dann daraus abgeleitet, dass du schwach sein musst und Ass hoch gut sein musst und hat dich auch bluffen lassen, deswegen hat er sehr passiv gespielt. Gut. Also können wir nichts dazu sagen, das ist halt die Hand des Tages und Nice Hand von... Ja, und es sind zwei absolute Cut-Offs. Ja, definitiv. Und es sind zwei Pokergrößen zusammen geclashed. Ja, Wahnsinn. Ja, hohes Niveau. Sehr gut. Da ist es halt 50-50. Ja, da kann man, hat man einfach keinen Vorteil gegen. Nee, da war die Edge zu klein. Naja, egal. Nice Hand.